Wir verlegen weiterhin unsere Truppen hier an die Grenze zu unserem Ex-Koalitionspartner. Ja, auf Geheiß des Kaisers sozusagen sollen wir ihm die Stirn bieten. Und er kommt mir bedrohlich nah. Ich weiß nicht, was er vorhat. Er kommt auf jeden Fall hier mit zwei Truppen. Ein Bündnis zwischen uns wäre ein wahres Glück für China. Zur Koalition, ihr wurdet eingeladen. Wo haben wir das denn? Koalition. Ja, das ist ja super, dass die jetzt da ganz unten sind. Dongming. Ja. Das würde ich sagen. Nehmen wir an. Es war mir eine Freude. Das nehmen wir an. Auch wenn wir nicht so grün eigentlich mit denen sind. Eigentlich wollte ich in Koalition mit jemand anderen. Aber ist ja erstmal so. So, wer ist denn das hier? Da laufen die alle durch mein Land hier. Wo wollen die alle hin? Das ist die Frage. So, Yuan Shao und Vasallen befohlen, einen Krieg beizutreten. Die haben schon wieder sich Vasallen gemacht. Wir sind jetzt in der Koalition und wir haben wieder mal ein Kind. Eine Tochter. Anana. So, schauen wir mal, wer darf hier ein Upgrade erhalten? Unser Sohn. Er wird auch irgendwann Fraktionsführer. Nur wenn er Belegungskosten. Das ist, glaube ich, wenn man. Ich weiß gar nicht, macht sein wird. Verfügbar. Der ist noch nicht in der Armee. So, wir müssen aber jetzt erstmal hier in unser Land. Unser Weg ist geebnet. Vermeidet Umwege. So. Weiß immer noch nicht, was der hier will. Aber irgendwas wird er schon wollen. Wir gehen jetzt mal Maus! neben die Stadt. Ich werde Ordnung nach China bringen, um jeden Preis. Und dann schieben wir ihn hier auch noch hier hoch. Auf dem Weg. Dass er mal hier rauskommt und mal sich wieder Vorräte holen kann. Na gut, wir haben noch. Ja, unerlaubt. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht. Ich komme ja nicht raus. So. Wir schauen noch mal in unsere Fraktion, besser gesagt, nein, in unseren, auf unseren Hof, in unseren Hof. In unseren Stammbaum an. Die haben ja schon verheiratet. Der haben auch verheiratet. Und bei Sauren ist noch keiner erwachsen geworden. Die haben auch schon wieder Kinder hier. Sauang und Saupi wäre auch noch schön. Aber egal. Werden es erleben. So, was haben wir hier? Wir können wieder schön ausbauen. Werden wir natürlich tun. Und zwar auch hier eine Verwaltungskanzlei bauen. Und das natürlich auch noch verbessern. Können wir hier auch noch was? Können wir hier was umbauen? Nee. Hier können wir nur. Nicht, der kein Bauplatz zur Verfügung steht. Ja, da ist noch ein bisschen. Das ist ein Problem hier. Aber mit wem könnten wir denn da handeln? Mit niemandem. Ja, nur mit, na, auch nicht, ja, ein Baihu, aber dann kriegen wir nichts anderes. Also nichts, was sinnvoller für uns wäre. Das ist natürlich doof. Ich glaube, wir werden die Truppen hier jetzt verstärken. Und hier nochmal einen General aufstellen, oder geht das? Warum nicht? Weil ich kein Geld habe. Natürlich nicht. Hier kann ich, doch hier kann ich.
Wir bräuchten vielleicht noch. Warten wir mal auf den General. Vielleicht kriegen wir einen hier. Machen wir. Was machen wir hier? Auch nochmal. So. Dass wir die gleich verstärken, dass da uns keiner in die Quere kommt hier. Ah ja, der Truppen da. Der kommt auch schon. Dass der uns gleich den Krieg hier erklärt. Mal sehen. Der ist mir zu nah auf meinem Gebiet. Vielleicht kann ich ja nochmal mit ihm handeln. Dass der auf jeden Fall nicht hier rumjuckt auf meinem Land. Was soll denn das? So, wieder eine Adlige geboren. Mein Gott, die schmeißen ja die Kinder nur so raus. So. Irgendwie, wir müssen mal mit dem handeln. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Schrecken. Ja. Okay. Ja, gehen wir mal in die Diplomatie. Ne, das ist alles Han-Kaiserreich. Das ist er. Er juckt dauernd in meinem Gebiet rum. Mein Gott, gehört das alles ihm? Der ist ganz schön verteilt. Mit dem haben wir zwar ein Handelsabkommen, aber bedeutet das auch, dass der in meinem Gebiet rumhüpfen darf? Frohe Kunde für euch. Schuhan, kann ich denn zum Vasallen machen? Könnte ich fast zu meinem Vasallen machen. Den zur Koalition einladen? Ja, da müsste er wahrscheinlich das aufgeben, oder? Ich kann ihm nichts geben. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich soll die Fraktion zerstören, das gefällt mir auch nicht. Ich würde lieber andere Dinge tun, als die zu zerstören. Einkommen aus allen Quellen. Dann rüsten wir nochmal hier auf. Schauen wir mal, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld für den General. Ah, nicht für einen, den wir eigentlich wollen. Na gut, dann nicht. Den geben wir jetzt hier einfach mal nochmal zwei Speere. Hier könnte man noch ein Getreidelager oder Nahrungsproduktion, Einkommen aus Landwirtschaft, öffentliche Ordnung. Ich würde sagen, wir bauen erstmal hier ein Getreidelager. Ja, kann man das umbauen, Nahrungsproduktion. Bauen wir das erstmal um. Dann haben wir die Starken überdauern. Erst einmal alles geregelt. Wir sind immer noch nicht aus dem Gebiet raus. Ja. So, er verzieht sich jetzt erstmal wieder. Vielleicht wollte er nur gucken, was ich so habe. Ich muss gleich mal meine Finanzen anschauen. Mir kommt das alles nicht so vor, dass ich so viel hätte. Das sind es auch deutlich weniger. Ah, der Armeeunterhalt, Steuern, Handelsankommen, Familiengutshöfe, okay. Wo ich dein Flößner Statthalter bei der Schlichtung eines lästigen und langwierigen Streits zwischen den Grundbesitzern legt dieser Verwalter stumm ein Dolch auf den Tisch und zieht die Streithähne eindringlich an. Die Grundbesitzer finden schnell einen Kompromiss und durch den bedrohlichen Ruf des Verwalters muss in Zukunft weniger über belanglose Streitigkeiten gerichtet werden. Sehr schön, das freut mich. So, jetzt haben wir noch 700.
Jetzt wäre die Frage, was wir machen. So, eigentlich möchte ich ihn ja nicht wirklich angreifen. Wir schauen jetzt mal nach der Gunst. Oh, wir haben ja Lady Bian. Kann jetzt auch. Und er hier auch noch. Ah, was haben wir denn da? Garnisonsstufe gestiegen. Nachschub für Garnisonen. Öffentliche Ordnung. Zwei zusätzliche Gebäude können errichtet werden. Armee von Sauron erhöht den Schaden in der Siedlung der Mauer während der Belagerung. Charaktererfahrung, 3 Runden der Musterung. Wahnsinn, was man da alles machen kann. Die Pläne sind auch klar. Die kaiserlichen Intrigen. Ja, wir sind da voll in der Gunst. Wir sind da voll in der Gunst. Wer, mit wem kommen wir denn gar nicht klar? Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit räuspern. Ich muss mal kurz was trinken hier. Mit Sun Quan. Der ist eher für uns lästig. Stärke mit Verbündeten. Überlegen. Ihre Stärke vielleicht zu euren ähnlich. Ein globaler Rang 3. Der ist schon ziemlich stark. Mit eure Anwesenheit habe ich ihn nicht angriffs. Von eurer Arroganz. Fakt. Kann ich dem vielleicht... Zappalot. Ich würde ihm gern das hier geben. Wushang. Mal schauen. Wushang, jetzt müsste ich nur wissen, wo das liegt, ne? Kommt Turai Kuya. Okay. Hier. Wushang. Dafür hätte ich gerne das hier. Neutrale Nebensiedlung, Shuxian. So, denn neutral? Bin ich neutral? Kommt Turai Luyang. Shuxian. Wird das tauschen? Ich glaube, das wird sogar gehen. Geben wir ihm halt noch ein bisschen was. Vielleicht militärischen Zugang? Nee, okay, das mag er gar nicht. Handel mit Nahrungsmitteln. Das ist auch immer unser Mittel der Wahl. Vielleicht geben wir ihm da einfach ein bisschen mehr. Und dann soll er uns halt noch Geld geben. Oder wir versuchen nochmal was. Wir geben ihm Shixin. Ist das Shixin von Xindu? Okay. Also. Geben ihm das hier. Und dafür wollen wir Xungyang. Kann der doch sowieso nicht gebrauchen. Da haben wir Rinder und hier haben wir eine Hauptstadt. Hier, Mann, ist das. So, wie wäre denn das? Der Tauschhandel, okay. Das würde er sogar machen. Dann würde er sich hier unten vergrößern, wir aber hier oben. Das wäre gar nicht schlecht. Dafür wollen wir aber noch ein bisschen Geld, natürlich.
Wie viel könntest du uns denn geben? 2000? Das scheint zu viel, oder? Okay. Yep. Ja. So, er gibt uns das und das. Dafür kriegt er das und das. Es gibt keine offensichtlichen Nachteile. Sehe ich doch auch so. So, dann hat er den jetzt eingekesselt. Die werden wahrscheinlich dann wieder in den Krieg verfallen. Aber wir haben hier unten zwei neue Länder, die uns sogar wahrscheinlich sehr gut helfen, denn Einkommen aus Landwirtschaft, die uns vor allem Geld bringen. Und hier noch eine Kornkammer hin. Und dann gehört uns hier das Land auch noch. Ach, wie schön ist das denn? Das war ein guter Handel. Dafür haben wir den, das hier weg. Das wäre so eingesperrt. Jetzt machen wir gerade zwar ein bisschen Minus. Wir haben jetzt gleich noch eine Reform. Mal schauen, ob wir hier irgendwas haben, was uns Geld bringt. Handelseinfluss bringt uns gerade nichts. Militärvorräte sind immer super. Einkommen aus Industrie. Sonst gehen wir weiter auf. Nach Zufriedenheit. Baukosten. Okay, ich glaube, wir gehen hier unten weiter. Was haben wir hier denn noch? Einkommen aus Landwirtschaft. Dann machen wir erstmal das. Dann kriegen wir hier auch neue. Was ist mit diesen Pop-up-Fenstern? Ist ein bisschen doof gemacht, oder? Linksklicken zum Anheften der Übersicht. So. Dann kriegen wir damit 15% und das hier ist kaiserliche Torwachen und die Azurdrachen. Ja, dafür haben wir hier die ganzen Gebäude. Sehr schön. Ja, das war doch eine gute Runde, würde ich behaupten. Machen wir mal weiter. So, dann lassen die erstmal in unser Gebiet wieder. Dann sind wir endlich weg vom Feind. Vom Ex-Feind, wie dem auch sei. So, der möchte einen Nicht-Angriffspakt mit uns. Sonst kann ich mit dem nichts abschließen, ne? Ich habe kein Handelsabkommen, nichts. Okay, ja, dann machen wir das. Ein Abkommen wurde im Geiste der Einheit geschlossen. Also mein Problem ist auch gerade nicht der, sondern der andere Große hier. Ich weiß nicht, was er hier vorhat. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist. Ist schon auch ziemlich mächtig. Schauen wir mal, wie es mit unserem Geld geht. Ein Friedensabkommen unterzeichnet. Genau, der Krieg erklärt. Johann Schauert, Herzogtum Schuhan, den Krieg erklärt. Okay. Geduldig oder leichtsinnig? Ihr ratet einem Kameraden das Geduld, Verständnis und das Warten der Grundstein des Sieges. Das lehrt Meister Sun Tzu. Euer Kamerad sieht es anders. Der Sieg wird wie das Leben im Moment gelebt. Weder Glück noch Blumen sind von Dauer. Lasst den Augenblick daher nicht einfach vorbeiziehen. So, jetzt kann ich mich entscheiden wieder mal zwischen zwei. Beziehung zwischen Cao Cao und Shi Jiabo. Leichtsinnig ist die Auswahl vor, dass ihr folgende Eigenschaften nicht besitzt. Die kriege ich dann wahrscheinlich, oder? 10 Schaufs Gefangennahme. Minus öffentliche Ordnung, Entschlossenheit, geduldig, nicht besetzt, 6 Wissen, 2 respektiert, Geduld. Ich würde sagen, das. Dann haben wir wieder mal einen Aufstieg eines Hofadligen. Einer Hofadligen. Hier erstmal hier schöne Ausrüstung. Und verfügbare Armee. Ach, was weiß ich denn? Immer dasselbe hier. Ernst Schaden.
So. Und wir machen immer noch Minus. Ami und Alt Handelsabkommen. Die Steuern sind natürlich ein bisschen gesunken, weil wir da nicht so große Städte haben. In diesen Komtureien, die wir getauscht haben. Das ist natürlich ärgerlich. Mal schauen, die ist immer noch unterwegs. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld. Okay, wie sieht es denn aus? Haben wir Aufträge? Haben wir genug? So, die sind erstmal wahnsinnig unzufrieden. Oh, hier machen wir 1000. Eine neue Komturei. Dann erhöhen wir doch hier gleich mal die Steuereinnahmen. Na, hier machen wir Minus. Dann können wir auch nochmal die Steuereinnahmen erhöhen. Aus der Landwirtschaft ist das, ne? Okay. Dann haben wir noch Nahrungsproduktion. Okay, dann erhöhen wir hier einfach mal die Nahrungsproduktion noch. So. Und dann können wir auch wieder dann, wenn es denn nötig ist, bisschen Diplomatie, mit Diplomatie uns was holen. So, wir sind mit denen allen gut. Das ist der, wie gesagt, der hier ist der einzige, mit dem wir gerade überhaupt nicht grün sind. Wir sind feindliche Armeen. Ach, das sind Rebellen. Okay. Aber gegen den Krieg zu führen, das wäre jetzt, glaube ich, ganz schön. Der hat fast gegen alle Krieg hier, oder? Der hat halt haufenweise Vasallen. Und Bündnis. Shuhan. Der ist auch noch mit dem verbündet. Wahnsinn. Krass. Okay. Das könnte auf jeden Fall nach hinten losgehen, wenn ich mit dem mich anleg. Ein ehrbares Angebot. Ihr werdet sehen. Okay, jetzt will der uns beitreten. Mateng findet das blöd. Shen Yang und Dongming finden es gut. Und Gongsun San. Ja, ich finde es eigentlich auch okay. Was? Ich das annehme, finde es alle doof. Was soll denn das? Aber die nehmen an. Verstehe ich nicht. Die nehmen an, aber wenn ich annehme, ist blöd. Wie ihr wünscht. Aha, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, diese seltsame Diplomatie hier. Wir bräuchten auf jeden Fall jetzt langsam ein starkes Bündnis. Man schaut Krieg. Man schaut einen Vasallenzang, bevor ein Krieg beizutreten. Vernichtet, Ying Shao, diese Fraktion gibt es in den Kampfkrieger weniger. Wir haben mal wieder ein Kind zur Welt gebracht. Ah, jetzt gibt es wieder bloß, guck an. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, was tun wir? So, wir sind ja hier in der Koalition. Willkommen, Freund. Die sind halt alle schwächer wie ich, ne? So, der hat kein Bündnis. Der
Und Sui hat auch kein Bündnis. Der hat auch kein Bündnis. Und der hat auch kein Bündnis. So, mit dem komme ich super klar. Nicht total doof. Nur die kommen halt miteinander gar nicht klar. Setzt euch. Lasst uns reden. Was kann die mir denn bieten? Was kann der mir denn bieten? Willkommen, Freund. Freund. Willkommen, Freund. Kurze Militär ist eine stärkte Beziehung zwischen euch und euren Verbündeten und gründet ein militärisches Bündnis. Das will niemand. Das will niemand. Kann ich irgendjemand von denen hier einladen? Zum Beispiel. Ihn würde ich gerne einladen. Ich finde, der ist ganz echt stark. Finden eigentlich alle gut, außer er. Wer würde ablehnen? Außer Mateng. Mateng findet es doof, aber Mateng ist viel zu schwach. Was ist denn, wenn Willkommen, ich den rausschmeiß? Freund. Sind alle doof. Okay. Also irgendwie komme ich hier mit Diplomatie nicht weiter gerade. Na gut. Wir können hier mal wieder Plus machen, oder? Den General schmeicheln. Ja, mach doch mal. Ich mache da immer Minus. Ich verstehe es auch nicht wirklich. Hätte mit plus 20. Achso, ich kann. Ach ja. Und wieder eine neue Reform machen. Wie cool ist das denn? Das hätte ich mal früher rausfinden müssen. Ja, dann gehen wir erstmal hier. Ja? Machen wir erstmal hier das dann noch. Was können wir denn noch für Pläne machen? Mit allen Fraktionen. Okay. So, wem könnte ich denn schaden? Verstehe ich das System langsam. Tiger oder Maus? Den See trocken legen? Oh Gott, ist ja fies. Charaktere. Herzogtum Shuhan. Niemai. Achso, hier, ich habe zwei Bauern. Okay, alles klar. Ah, okay, ich verstehe. Okay, jetzt habe ich das System so langsam verstanden. Vielleicht ein bisschen spät, aber lieber spät als nie. Geht jetzt 10 Runden, das heißt 10 Runden kann ich nichts machen. Verkündet meine Ankunft. Tja. Solange die keine Kriege führen, ich kann auch keine Kriege führen. Ich gehe jetzt mal schwer von aus, egal wen ich jetzt angreife. Ich habe echt eine schwache Koalition und vor allem stehen die nicht wirklich zu mir. Mateng hat Gongsu Zan den Krieg erklärt. Na super. Spion kehrt auch zurück. Hat auch nichts erreicht. Also Spione können nichts. Ah. Wo
Okay, wir können mal schauen, ob der in der Gunst des Kaisers... Der Sun Quan, der ist ziemlich hoch in der Gunst des Kaisers. Wir wollen den mal hier verringern. Will ich nicht meine eigene Gunst steigern? Doch, kann ich. Kaiserliche Gunst 15. Kostet mich 5. Aber bin ich wieder voll. Das ist lustig. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal genau hier weiter und schauen mal, wie wir das weitermachen. Ob wir vielleicht doch den anderen unten angreifen oder ein paar Intrigen schmieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.